Willkommen bei Gadero TV. In der letzten Folge haben wir Ihnen die 15 meistgemachten Fehler beim Aufbau eines Bockhauses gezeigt. Daher haben wir uns entschlossen, hier nun 7 Tipps zu geben für den Aufbau einer Überdachung. Der erste Tipp, den ich Ihnen mitgeben werde, ist, sich einen Plan zu machen. Schreiben Sie sich auf, was Sie genau wünschen. Sollten die Wände geschlossen sein oder nicht? Dachrinne, ja oder nein? Alles sollte beachtet werden. Man kann natürlich auch bei uns bereits vorgefertigte Überdachungen kaufen und es auch noch anpassen. Das hat den Vorteil, dass man über einige Sachen sich keine Gedanken mehr machen muss. Sollten Sie dennoch einen Plan machen, können Sie auch gerne unsere Mitarbeiter unter gadero.de/kontakt kontaktieren, um Hilfe zu kriegen. Sie können auch einen Termin vereinbaren, um in unserem Ausstellungsgelände in Bröckelen bereits aufgebaute Überdachungen live zu sehen. Tipp 2. Denken Sie an das Fundament. Eine Überdachung hat kein Fundament wie eine Terrasse oder ein Blockhaus. Sollten Sie Pfosten aus Hartholz haben, kann man diese direkt in den Boden setzen. Nehmen Sie andere Hölzer, dann sollten Sie entsprechende Fundamentsockel mit hinzunehmen, damit das Holz länger geschützt ist. Sollte Ihr Boden zudem zu weich sein, empfehlen wir auch, so einen runden Absenkschutz mitzubestellen, der unter dem Fundamentsockel gesetzt wird und das Ganze dann mit Schnellzement aufgefüllt wird und gehalten wird. Tipp 3. Die Wahl des Holzes ist sehr entscheidend. Sie können bereits imprägniertes Holz für die Überdachung nutzen, so wie man es hier hinter mir sehen kann. Oder nehmen Sie zum Beispiel Lärche Douglasie. Die ist allerdings unbehandelt und sollte daher unbedingt behandelt werden, damit es langlebiger ist. Hartholz ist natürlich ebenfalls eine tolle Option, aber dann sollten Sie genauestens schauen, wie hoch das Budget ist. Denn eine Hartholzüberdachung kann enorm teuer werden. Neben Holz ist eine Aluminiumüberdachung ebenfalls eine sehr gute Wahl. Natürlich ist es teurer als Holz, aber dafür hat es den Vorteil, dass es nicht verrottet wie Holz und ist somit ein Garant für eine Langzeitüberdachung. Tipp 4. Erkundigen Sie sich im Vorfeld, ob Ihre Überdachung genehmigungspflichtig ist oder nicht. Es wäre viel zu schade und vor allem herausgeschmissenes Geld, wenn Sie eine Überdachung bauen und die Gemeinde verbietet es, weil Sie keine Genehmigung dafür haben. Das kann unter Umständen sehr teuer werden, daher vorher fragen, bevor Sie etwas bauen. Sparen Sie nicht am falschen Ende. Für eine Überdachung sollten Sie Pfosten von mindestens 12x12 cm verwenden oder besser noch 15x15 cm. Dasselbe gilt auch für die Ringbalken, die Sie benutzen werden. Achten Sie darauf, dass diese stark genug sind. Die Ringbalken sollten bei diesem Ausmaß mindestens 4,5 x 15 oder gar 20 cm haben. In der Regel sollte die Spannweite des Ringbalkens 5 cm pro Meter sein. Das bedeutet nicht die Dicke des Balkens, sondern die Breite. Da der Balken hochkant gesetzt wird, erhält man so die meiste Stabilität. Gerade wenn Sie in einem Gebiet mit viel Schnee wohnen, ist es enorm wichtig, dass die Konstruktion stabil genug ist, damit es nicht zusammenfallen kann. Tipp Nummer 6. Bei der Dacheindeckung sollten Sie ebenfalls nicht sparen. Andernfalls läuft man Gefahr, alle paar Jahre das Dach zu erneuern, weil es nicht dicht ist. Für Flachdächer ist EPDM-Folie am besten geeignet, da es viele Jahre hält. Bei Satteldächern sind Dachziegelprofilplatten am besten geeignet, da diese ebenfalls sehr lange halten. Auf unserem YouTube-Kanal können Sie die entsprechenden Videos sehen, wie diese Dacheindeckungen gelegt werden. Auf gadero.de/bedachungsmaterialien finden Sie noch weitere Alternativen. Sollte das Budget doch etwas geringer sein, ist Easy Roofing eine gute Alternative. Möchten Sie noch mehr Geld sparen, dann sollten Sie erstmal bei der normalen Dachpappe bleiben. Denken Sie daran, dass diese schnell erneuert werden muss. Der letzte Tipp, den ich Ihnen mitgeben möchte, ist, dass Sie auf Ihr Budget achten. Natürlich kann man an vielen Dingen sparen, jedoch hat es keinen Sinn, wenn man dann binnen weniger Jahre eine Überdachung neu machen muss. Sparen Sie daher nicht am falschen Ende. Hinter mir sehen Sie eine imprägnierte Überdachung, die nach einer gewissen Zeit auch behandelt werden sollte. Am besten nehmen Sie dazu eine Lasur, die Sie unter gadero.de/holzfarbe finden können. Als letzten Tipp möchten wir Ihnen empfehlen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Dort finden Sie zahlreiche Tipps und Tricks zu verschiedenen Projekten und wie Sie es am besten selbst umsetzen können. Abonneer je zeker op ons pagina als je dat leuk vindt. Je vindt veel informatie omtrent het plaatsen, maar ook handige tips waar bijvoorbeeld schoren voor dienen en de montage van dakgoten, etc. Het komt allemaal aan bod. Und hiermit sind wir wieder am Ende unserer Folge angekommen. Möchten Sie einen Überblick von unseren Überdachungen haben? Dann klicken Sie auf gadero.de/überdachungen.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.